glaube, dass Lernen immer viel mit Kultur und der Gesellschaft zu tun hat. Und entsprechend natürlich verändert sich das Lernen, wenn sich die Medien ändern. Es ist viel weniger, dass man sich ein Thema vornimmt und ein Buch liest von Anfang bis zum Ende und dann ist es quasi abgeschlossen oder man macht diesen einen Kurs oder sowas, sondern man macht es immer parallel zu allen möglichen anderen Sachen und man erweitert seinen Lebenshorizont quasi. Lernen funktioniert anders und vielschichtiger als früher. Ändert sich Lernen oder die Art, wie wir lernen, glaube ich schon. Ja, also das heißt, Lernen wird tatsächlich als lebenslanger Prozess verstanden und nicht mehr irgendwie als, ich gehe in die Schule, gehe auf die Uni, mache einen Kurs. Ja. Und das Lernen halt einfach kontinuierlich passiert. Das, glaube ich, ist jetzt nicht nur ein Slogan, sondern setzt die mehr und mehr durch. Das Zweite ist, dass, was auch eigentlich schon immer irgendwie der Fall war, ist stärker in den Vordergrund aber tritt, ist, dass Menschen, wenn sie Dinge lernen, irgendwie den Sinn dahinter sehen wollen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wenn jemand vorne steht und sagt, das ist wichtig, dass alle gesagt haben, okay, ja genau, jetzt lerne ich das. Sondern man will einfach wissen, wofür brauche ich das, was nutzt es mir. Und wenn das klar ist, dann wird auch gut gelernt. Und die Lerneinheiten werden tatsächlich kürzer. Also sowohl als auch, ja, also, weil es gibt ja dieses Phänomen der Bildungskarenz zum Beispiel. Wenn du dich mit etwas beschäftigen oder etwas Neues lernen willst, was dich beruflich weiterbringt, kannst du in Österreich die Bildungskarenz oder die Bildungsteilzeit in Anspruch nehmen. Bildungskarenz heißt, dass du für die Fort- oder Weiterbildung zwischen 2 und 12 Monaten von deiner Arbeit freigestellt wirst und dafür vom AMS Weiterbildungsgeld kriegst. Dadurch bist du nicht nur finanziell ein bisschen abgesicherter während deiner Weiterbildung, sondern kannst direkt danach gleich wieder in deinen Berufsalltag einsteigen. Deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber freuen sich normalerweise auch drüber, weil sie von deinen verbesserten Skills profitieren können. Bildungsteilzeit funktioniert im Prinzip ähnlich, nur dass du nebenbei halt noch Teilzeit weiterarbeitest. Diese Modelle sind noch nicht gesetzlich verankert. Das heißt, wenn du sie in Anspruch nehmen willst, musst du sie mit deiner Arbeitgeberin oder deinem Arbeitgeber ausverhandeln. Mehr Infos dazu gibt es sowohl vom AMS als auch von der Arbeiterkammer oder der Wirtschaftskammer. Wir verlinken natürlich alle Seiten auf unserer Homepage p51.at. Und das ist auch, wird auch wirklich gerne in Anspruch genommen, dass man sagt, okay, ich nehme mir wirklich mal Auszeit, um auch nochmal formal mich weiterzubilden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist halt wirklich so dieses unmittelbare, ich stehe vor einer Herausforderung und will das lösen, lernen, das, was im Moment so passiert. Ja, also das heißt, ich mache jetzt keinen Kochkurs mehr, sondern ich habe heute am Abend Lust, ich mag was kochen, dann zu einem Rezept, YouTube-Video und koche das im Prinzip nach. Also dahingehend ändert sich die Lernlandschaft schon. Was mir auffällt, ist, dass die Leute gezielter fragen. Ja, also es kommen relativ wenig Leute, die sagen, ich möchte gern stricken lernen, sondern es gibt relativ oft die Situation, dass jemand kommt und sagt, er möchte eine ganz bestimmte Technik lernen, ne? Was weiß ich, Tunesisch häkeln oder man hat irgendwo ein Stichwort gehört und möchte das dann genau vertiefen, das schon. Und ich glaube, dass die Leute viel mehr als früher eben diese Fachbegriffe irgendwo aufschnappen, ne? Und Spezialthemen wissen wollen und eben ganz gezielt nachfragen. Besonders charmant, also schön finde ich es ja, dass jetzt tatsächlich wieder es leichter wird, mit anderen Menschen auch sinnvolle Kommunikation aufzunehmen und da in Kontakt zu treten, weil dann einfach jetzt wirklich tatsächlich so diese Videochat sinnvoll funktionieren, die Communities da sind und man halt wirklich auch sie Know-how abschauen kann. Ich glaube, dass man sich mehr Sachen aneignet. Ich meine, es gibt immer noch die Strickerinnen, die nur stricken, aber wenn ich jetzt von mir ausgehe oder ich kenne auch ein paar andere Leute, es ist sozusagen vielfältiger. Also man macht nicht nur das eine, sondern gleichzeitig schaut man natürlich sehr wohl, dass man schöne Fotos macht von diesen Sachen zum Beispiel. Ja, früher hätte man nur den schönen Schal gestrickt oder sich nur in eine bestimmte Technik eingearbeitet. Jetzt muss man schauen, dass man ein schönes Foto macht, dass man es gut präsentiert, dass man das postet, dass es auch möglichst viele Leute sehen, dass man dieses Foto nicht nur schön macht, dass man es auch bearbeitet, dass man die Sachen, die man hat, drapiert. Also da gehört so viel dazu, ja? Also quasi schon Öffentlichkeitsarbeit oder sich selbst vermarkten, auch in einem kleinen Rahmen. Ne? Und es geht halt bei dem einen weiter und bei dem anderen nicht so weit. Der eine strickt, bleibt beim Nurstricken und der nächste geht bis dahin, dass er eben dann doch eine Website macht oder eine Gruppe gründet auf Facebook. Man hat das Gefühl, man kann alles machen. Man muss sich nur einarbeiten und dann kann man da weiter und weiter und weiter gehen. Und für ganz viel, was du heute neu lernen magst, gibt es schon großartig aufbereitete Grundlagenvideos, die zum Teil sogar gratis auf YouTube verfügbar sind.
Das fängt an bei Anleitungen zum Baumhaus bauen, geht über Erklärungen zu Schaltplänen von Computerchips bis hin zum Schulstoff Mathe. Und alle diese Videos sind total zielgruppenspezifisch aufgebaut. Was sie stark machen, ist, dass sie einfach schauen, okay, welche Assoziationen kann ich damit haben. Und es ist sicher wichtig beim Lernen, dass auch wenn du jetzt schwierigere Themen lernst, dass du einfach schaust, okay, welche Assoziationen habe ich schon damit und die dann einfach so versucht zu verknüpfen. Wenn du da Mathe-Videos anschaust, dann siehst du zum Beispiel, also auf Schulstoff jetzt gesehen, dass einfach viel mehr Visualisierungen drin sind, dass sie ja trauen, lustiger zu sein. Also einfach, dass sie die Schüler ansprechen, dass sie einfach in ihren Vokabular kommen und jetzt nicht so hochgestochen reden, dass das für die Lehrer passt, weil das muss es ja nicht. Es muss ja einfach für die Schüler passen, dass sie die Schüler das merken. Und da ist, glaube ich, jetzt schon ein Unterschied. Ich hoffe, dir haben unsere Videos zum Thema autodidaktisches Lernen bis jetzt gefallen. Falls du mehr sehen willst, wir laden jeden Mittwoch die Interviews, die wir geführt haben, in voller Länge auf Patreon hoch. Also, falls du Interesse hast, schau einfach mal vorbei und ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag genau hier noch einmal.